Diese Übergangsfunktion, das beschreibt oder ist im Prinzip wie ein Computerprogramm. Ja, als würde ich jetzt meine Turing-Maschine programmieren. Und jetzt stecken wir da irgendwie eine Eingabe rein, auch wieder irgendein Wort oder irgendwie eine Zahl. Jetzt wenden wir da unsere Übergangsfunktion an. Und da ist natürlich irgendwie der Wunsch, dass wir zu einem Ergebnis kommen. Und um irgendwie zu beschreiben, dass die Turing-Maschine jetzt mal sozusagen die Berechnung durchführt und dann auch zu einem Ende kommt, brauchen wir noch zwei Begriffe. Und zwar, wir sagen, eine Turing-Maschine hält an. Ja, genau dann, wenn sie hier diesen Haltezustand erreicht. Ja, dann ist wirklich Schluss. Dann macht sie nicht mehr weiter. H heißt Haltezustand, ich höre jetzt auf mit meiner Berechnung. Und wir sagen, sie hängt. Ja, nicht, sie sind in Definition nicht ganz korrekt. Da fehlt nämlich noch was. Also einmal sagen wir, sie hängt, wenn das Folgende passiert. Da gehe ich nochmal gerade auf diese Grafik. Ich habe gesagt, wir haben hier ein klar definiertes linkes Bandende. Und wenn wir uns hier befinden mit dem Schreiblesekopf und wir versuchen dann einen Schritt nach links zu gehen, dann sagen wir, sie hängt. Das ist sozusagen, naja, vergleichbar mit der Situation, dass wir bei den endlichen Automaten einen nicht finalen Zustand erreichen. Ja, also da kommen wir irgendwie nicht zu einem Ende, wie wir es uns gerne wünschen. Das Gleiche kann aber auch passieren, wenn diese Turing-Maschine, wenn wir die nicht vollständig definiert haben hinsichtlich der Übergangsfunktion. Also wenn wir sozusagen eine Kombination haben aus Zustand und Eingabe und wir da sozusagen keinen Nachfolgezustand definiert haben. Auch dann können wir sagen, dass sie hängt. So, und was wir natürlich immer erreichen wollen, das ist das Ziel bei diesen Turing-Maschinen, naja, ist gerade dieser Haltezustand. Es gibt jetzt, wenn Sie jetzt irgendein anderes Lehrbuch aufschlagen der theoretischen Informatik, dann gibt es noch eine andere Definition von Turing-Maschinen, wo beispielsweise auch finale Zustände mit berücksichtigt sind in der Definition. Habe ich jetzt nicht gemacht. Ja, bei mir gibt es keine Menge von finalen Zuständen. Bei mir gibt es immer nur den Haltezustand. Vom Grundsatz her ist das identisch, die anderen können nicht mehr. Die kann nicht weniger, die kann auch nicht mehr als die anderen. Es gibt auch Definitionen von Turing-Maschinen, wo das Ergebnis hier, ich schreibe das mal hier unten drunter, da gibt es finale Zustände, da gibt es auch sowas wie, dass die Übergangsfunktion Delta formuliert ist, K Kreuz Sigma geht über nach K Kreuz Sigma Kreuz LR. Ja, wo sozusagen das, wofür ich jetzt zwei Schritte brauche bei meiner Definition, was die in einem Schritt machen können. Ja, dass sie sagen, so, die gehen in einen neuen Zustand über, schreiben ein Zeichen und gehen dann weiter nach links oder nach rechts. Ja, ich bräuchte dafür jetzt mit meiner Definition zwei Schritte. In anderen Quellen und in anderen Büchern finden sie dann so eine Definition, aber auch die können nicht mehr oder nicht weniger. Ja. Nur falls Sie jetzt mal ein anderes Buch aufschlagen und sich wundern, oh Mensch, der Maurice hat das irgendwie ganz anders definiert, das läuft im Endeffekt aufs Gleiche hinaus. Also das sind zwei wichtige Begriffe. Einmal, das Ziel ist immer, ich möchte einen Haltezustand erreichen. Und das andere ist, eine Turing-Maschine hängt, dann ist er sozusagen stecken geblieben und kommt nicht weiter. Und das ist eigentlich ein unbefriedigender Zustand. Den wollen wir so nicht erreichen.